Jetzt sind wir wieder da, wo wir gestartet haben, ne? Aber oben mit der Brücke, da bin ich immer noch nicht weiter. Was mache ich denn? Da ist eine Kiste, also da hängt eine Kiste. Da. Okay. Kann ich, warte mal. Jetzt muss ich doch mal die Map eben zu Rate ziehen, ob ich hier eine Info finde. Okay, also das kann ich erstmal wegmachen. War noch eine alte Markierung. So, habe ich noch irgendwelche Markierungen oder irgendwelche Sachen, wo ich noch nicht da war? Jede Menge. Okay. Gut. Aber Brücke. Also ich würde fast sagen, da muss ich erst ein bisschen was anderes machen. Denn finde einen Weg auf die Brücke. Und hier ist ja nur keiner, ne? Das heißt, ich würde jetzt erstmal gucken, wo die Brücke entlang führt. Dass man vielleicht auf die andere Seite auf die Brücke kann. Das ist jetzt einfach erstmal so mein Plan, mein Ziel für jetzt. Vielleicht schaffen wir es, ohne dass wir hier gegen die ganzen Sumsemänner ankämpfen müssen. Sonnenlichthokus. Halte F gedrückt, um den Sonnenlichthokus zu wirken. Okay. Gut. Hokus. Gut, sowas. So. Also Sonnenlicht oder negativ? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt aktuell da noch nicht so einen Unterschied gemerkt. Ich habe den aber noch nicht sehr lange freigeschaltet, muss man sagen. Also viele Möglichkeiten des Testens hatte ich ja noch nicht. Okay, also die darf ich nicht zu nah an mir rankommen lassen. Wenn die explodieren, dann machen sie auch Schaden, auch wenn ich den Hokus aktiv habe. Gut. Ach, stimmt. Die hinterlassen mir ja Honig, wenn ich die erledigt habe. Warte mal. Hatten die doch hier bestimmt auch Honig? Wo wart ihr? Ja, die waren ein bisschen weiter hier, ne? Ne, ist nicht mehr. Gut. Dann lassen wir. So, wir kommen von dort. Da ist eine neue Gnollhöhle. Warte mal. Okay. Einfach so in die Gegend rupsen. Ist doch nicht so gut. Oh. Jojo. Ups. Okay, die kam überraschend, die Truhe. War die ganze Zeit über schon da? Ach, das war die... Ach, genau, der Kleine musste irgendetwas beschützen. Stimmt. Oh, und das... Das hatte ich vorhin schon überlegt. Als ich das erste Mal hier durchging, das schwebt in der Luft, ne? Na gut. Nee, also, das, paar Überlegungen zurück. Der Kleine, den war da, dieser Flitzemann, der ja immer so schön, ne, von Busch zu Busch hopst und uns dann angreift auf diese Art und Weise, der hat ja so eine, Überwachungs- oder Bewachungsfunktion. Und ich hätte gedacht beim letzten Mal, dass da noch ein Zweiter irgendwo sein muss. Das war nicht. Hatte aber vergessen, dass die ja noch was bewachen.
als solches. Und da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass nachdem wir einen besiegt hatten, die Kiste ja schon auf ist. Jo, da stand ich da. Deswegen bin ich jetzt überrascht. Sind die vielleicht gar nicht böse auf mich, wenn ich... Ah doch, okay, die wollen schon spielen. Honig. Jawohl. Gut. Also, ich muss ein bisschen drauf aufpassen. Ich darf mich nicht irgendwo hin teleportieren, weil da könnten Gegner sein. Und jetzt sehe ich das auch. Hier sind die Totenschädel. Das heißt, wenn ich in das Gebiet der Totenschädel reingekomme, dann kommen auch die kleinen Gegner. Ansonsten... Niedlich. Gut. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal nach hier unten. Auch wenn ja mein Ziel woanders ist. Und ich habe trotzdem irgendwie was Neues für mich gefunden. Also gehe ich da auch hin. Ist denn da schon jemand zu Hause? Aktuell... Ja, da. Dort. Da steht einer. Gut, aber den werde ich mal noch nicht anpieseln. Weil ich habe noch keinen Weg dahin gefunden. Oder gibt es da so einen Teleporter? Gut. Aber ich werde sowieso nicht Teleporter benutzen, um dahin zu gehen. Ich kann aber von hier nachher wieder hierhin zurück. Das ist cool. Ui. Gucken, ob uns das Auge wieder etwas zeigt. Jawohl. Ui. Aber ein liebes Auge. Da unten ist wieder die Larve. Ja, ich komme gleich. Einen Augenblick. Da ist ein Toilettenhäuschen. Okay, die Gnolle müssen auch hier auf dem Klo. Wo komme ich jetzt hier hin, wenn ich das mache? Nirgendwo hin. Gut. Mir gleich ab. Ich erstmal eine Runde auf dem Klo. That's... Yeah. Oh. Aber erstmal reinlangen. Erstmal schön tief mit der Hand reingegrabbelt. Können wir die Tür schließen? Ach so, ich habe übrigens geguckt, ne? Ich hatte ja in der letzten Folge jede Menge von den Schalen da kaputt gemacht, von diesen kleinen Tonpötten. Und zack, habe ich einen Erfolg bekommen. Unkrautvernichter oder irgendwie sowas hieß das. Denn da spawnen ja immer die Pflänzchen nach. Und da gab es einen Boni. Ja. Also ich weiß nicht, ob es noch einen weiteren Ingame-Bonus gibt. Aber zumindest habe ich den Bonus im Sinne eines Erfolges bekommen. Was ihr übrigens nicht mitbekommt, was ich euch immer schön rausschneide. Das sind die langen Ladesequenzen. Also nach einem Tod, meine ich jetzt. Nach einem Tod ist immer genau eine Minute Ladesequenz.
Die kriegt ihr nicht mit, weil ich denke, das ist für euch halt wenig attraktiv, das zu sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das vom Spiel her so vorgesehen ist oder ob es halt daran liegt, dass mittlerweile alles nur noch auf SSD geht und ich ja, wie gesagt, keine SSD habe. Mag sein, dass es daran liegt. Aber falls nicht, dann finde ich es doch äußerst seltsam, dass sie für dieses Spiel eine Minute Lasi-Sequenz haben. Oh, meine Kleine. Oh, I forget to thank you. Nani's working miracles for these ants. It's so good I started thinking about getting it from the beast by myself. But I don't really know how. And, well, since you've given me some already, I figure out that, maybe you could teach me how to get it. Natürlich bringe ich dir das bei, Herr liebe Larve. The bees appreciate flower offerings. Whenever you are by a beehive, try presenting them a red herb. Or maybe some flower more popular in the underground. They'll share some honey with you. Oh, well, all the flowers that grow in the underworld are hideously ugly and smell disgusting. So maybe I can find a nicer one up here. I'll try it. Thank you. Ja, aber das habe ich ja immer schon ganz gerne gemacht, ne? Ihr wisst das ja. Wenn du jemandem einfach nur den Honig gibst, dann kann der im Moment damit was anfangen. Wenn du dem aber zeigst, wie er selber an Honig kommt, dann ist er autark. Und das ist halt etwas, was ich grundsätzlich bei Spielen immer mache, wenn es darum geht, irgendeine Hilfestellung zu geben oder ähnliches. Na, also wenn es jetzt heißt, kannst du mir das oder das geben? Wenn es nur eine einmalige Sache ist, ja, gebe ich dir natürlich gerne. Wenn es aber eine wiederkehrende Sache ist, dann bringe ich lieber bei und investiere die Zeit und lehre, wie man die Sache, die jeweilige Materialien oder die jeweilige Sache, Ressource, wie auch immer, selber farmt. Weil dann ist man autark. Dann braucht man nicht bestimmen immer. Auch jetzt 1, 2, 5 oder 7. Und ja, das ist wie gesagt so mein Werdegang. Aber die mich jetzt schon etwas länger begleitet haben von euch, die wissen das. Die haben das ja unter anderem bei Ark in Let's Plays und in anderen Sachen eigentlich schon festgestellt. Ja, und ich fahre damit eigentlich ganz gut. Kann es also nur jedem empfehlen, das ebenfalls so zu handhaben. So, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich da jetzt unbedingt schon rein möchte. Oh ja, ne? Doch, komm, machen wir. Machen wir wieder einen schönen Screeny. Ach, ich war zu nah an der Studierenden. Wenn ich die nicht manuell anschieße, dann geht die irgendwann auf Näherung aus, ist das? Daher mache ich das lieber. Ich das aktiv starte. Ein weiteres Rolltor. Oh, das habe ich das erste Mal gesehen. Da gehen die Haken richtig als Sicherung rein. Cool. Ui. Glaube, ich habe auf den Käfig geschossen und der ist explodiert. Da hinten schmeißt einer. Da vielleicht durchschießen. Er kann aber drüber werfen auf einmal. Uiuiui. Ui, ui. Ja, waren zwei auf einmal. Thank you.
So, jetzt ist im Off 1 Minute 15 vergangen. Nur so für euch als Info. Aber die schneide ich heraus, also das kommt ihr ja nicht mit. Aber 1 Minute 15 ist, wie gesagt, so, ich muss jetzt ein bisschen gucken. Weil einige Sachen, die bleiben, einige Sachen sind nicht aufgenommen. Weil wir ja zwischendurch nicht gespeichert haben. Und daher muss ich jetzt einige Sachen wiederholen. Weil das verstehe ich auch nicht so ganz. Entweder speichert der oder speichert der nicht. Weil dass ich jetzt hier das alles gemacht habe, hat er doch irgendwo gespeichert. Aber ich habe keine Blume benutzt. Auch hier der Kampf. Der Typ ist auch nicht mehr da hier. Aber hier oben die Dinger, die sind noch da. Warte mal, ich renne mal dahin. Na, ich wollte das machen, ohne dass ich Schaden kriege. Hat nicht funktioniert. Ach so. Ach, mir fällt gerade was ein. Ich hatte doch beim letzten Mal die Sache überlegt, von wegen mit Fleisch machen und so, ne? Ich habe mir ja nur das rohe Fleisch geholt. Hab aber gar nicht dran gedacht, dass ich nicht ins Wasser darf. Zieh dich hoch! Achso, hier bin ich wieder. She swims, she's a witch. If she drowns, she wasn't. So, did you drown? Nee, ich bin nicht ertrunken. Ich habe aber ein Leben nur noch, also müsste ich eine Hexe sein, ne? Nach der Logik. Nee. Also ich hatte ja immer nur das rohe Fleisch, bin aber nicht ans Lagerfeuer gegangen. Das ist mir gerade eingefallen. Wäre ich ans Lagerfeuer gegangen, dann hätte ich jetzt bestimmt was, um mein Leben zu recken. Regge die Eng N. Da oben ist der Gnoll. Naja. Okay. Was ist denn da? Ui, Hilfe! Nein! Also mir würden diese ganzen Fehler und das Sterben und so weiter, das würde mir überhaupt nichts ausmachen, wenn ich nicht zwischendurch immer eine Minute warten müsste, bis ich wieder spielen kann. Das ist so, wo ich sage, Stimmung raus irgendwie. Ich hätte direkt den kurzen Weg gehen können. Habe ich jetzt nicht gemacht. Scheiße. Okay, fürs nächste Mal weiß ich, von da aus einfach nach hier runter gehen. So. Dann gehen wir jetzt voll aufgeladen da rein und jetzt konzentrieren wir uns. Ich glaube, das habe ich schon häufiger gesagt und immer nachdem ich das gesagt habe, bin ich sofort gestorben. Nee, warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Ich war so weit weg davon. Das war jetzt fies. Die wollen nicht, dass ich da mit vollen 6 Lebenspünktchen reingehe. Die möchten, dass ich das mit 5 schaffe. Ich stelle mich der Herausforderung.
Und drei. Beim letzten Mal haben wir das ja gesehen, 3 Stück reichen. Gut. Was ich jetzt nicht weiß, wo ist da unten der Typ? Wir hatten ja noch einen Schildi. Ein Schildtyp. Oh, das ist schnell schießen. Ah, okay, jetzt kommt der Schildtyp hier. Also. Mehr? Okay, der ist aber auch recht simpel, muss ich sagen. Oh. Muss natürlich auch treffen. Na. Zweimal hintereinander nicht getroffen, kann doch nicht sein. Ich sag's noch, ne? Recht simpel. Und dann brauche ich doch so lange. Naja gut. Wenn man kein Zielwasser trinkt. Und ich trinke ja nicht. Außer mein Kapo. Übrigens bei der Gelegenheit, ich trinke erstmal eine Runde Kapo. So. Ja, und jetzt klappt's auch. Jetzt klappt's auch gleich besser. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich hier nur kurz durch und eine Truhe suchen, ne? Was anderes dürfte ja hier dann nicht sein. Zumindest in dem letzten Gnolldorf war dem so. Hützchen. Uiuiui, ui, ui, da kommen welche. Wann könnt ihr so springen? Hattet ihr das immer schon drauf? Hatten die Sprungattacke die ganze Zeit schon drauf? Ist mir nur nicht aufgefallen wahrscheinlich, ne? Achso, ich wollte die ja nicht mit den Pfeilen runter machen, weil die Pfeile ja ein bisschen teuer sind. Auf Dauer, sag ich jetzt mal. Ich hab noch 2 Leben. Ah ne, 3 hatte ich zu dem Zeitpunkt und jetzt habe ich wieder... Ja, na gut, das geht. Ich hatte, glaube ich, einmal gerade beim ersten Versuch hier die Käfige zerschossen und dann sind die explodiert. Gab also keinen negativen Effekt für uns. Hatte ich zumindest jetzt nicht gesehen. Aber irgendwas in mir sträubt sich, das jetzt so als echten Nutzen zu sehen, also das regelmäßig als Kampfattacke zu nutzen. Ich weiß nicht, warum sollen die leben? Warum soll ich die töten? Und muss ja nicht. Ja, dann gehen wir mal hier hoch, ne? Da ist die Truhe. Es kommt da bestimmt gleich wieder noch ein Angriff, ne? Bodenschiffe? Nee, hab alles. Habe aus. Sehr gut.
Ja, dann Dorf erledigt. Dann können wir wieder raus. Hätte jetzt gedacht, würde länger dauern. Mach mal hier den Eingang auf. What? Nochmal bitte. Okay. Also auf der anderen Seite ist noch ein Heini. Gut, der wird sich aber wundern, wenn der etwas länger dasteht und der bei Dienstende nicht abgelöst wird. Ne, warum? Ja, gut.